you won't fail. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Call of Duty Cold War. Und zwar geht es um die Trophäe Feuerfrei im Level Endstation. Ihr solltet wieder ein manuelles Save vorher anlegen. Falls das Ganze nicht funktioniert, dann könnt ihr einfach nochmal direkt losstarten. Und hier sind wir schon direkt an der Stelle. Und jetzt bitte bringt niemanden hier um, ne? Seid mal hier voll der Pazifist, ne? Nicht ballern, lasst die Leute leben, weil gleich werden wir in den AC-130 umsteigen und dann haben wir einfach genug Gegner auch zur Verfügung, ne? Wenn wir hier nichts wegmachen, dann sind einfach gleich genug Gegner da. Jetzt drückt man das Steuerkreuz nach rechts rüber für die Luftunterstützung. Und hier denkt bitte dran, wenn ihr leer geschossen habt, eure MG-Munition mit Dreieck umschalten oder halt mit Y auf dem Xbox-Controller auf die Raketen. Also hier schön brav wechseln zwischen Rakete und MG, so dass ihr halt wirklich die Leute auch erwischt in der Zeit. Denn die Zeit, wie ihr gesehen habt, war nicht besonders lang für die 25 Kills vom AC-130 aus. Dann dauert es auch noch einen kleinen Augenblick, bis die Trophäe kommt. Und das soll es gewesen sein. Nochmal der Hinweis, nachdem unter dem letzten Video die Frage kam, einen manuellen Speicherstand anlegen, ins Dashboard wechseln der PS4, dann dort gehen auf Einstellung, dann Verwendung der vom Spiel gespeicherten Daten oder Verwaltung der vom Spiel gespeicherten Daten, so heißt es glaube ich genau richtig, dort dann den Speicherstand auswählen, in die Cloud hochladen, wenn ihr PS Plus habt oder halt in, ja, auf einen USB-Stick kopieren. Das ist soweit nochmal als Hinweis für einen manuellen Speicherstand. Und das war es hier schon gewesen. Hat es euch gefallen, hat es euch geholfen, denkt an den Daumen nach oben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Seid ihr neu dabei, könnt ihr gerne abonnieren mit Glocke aktiv. Verpasst ihr nichts Neues. Bis zum nächsten Mal, euer Goodie.